Hallöchen und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Schön, dass du da bist. Oha, so schnell hat er noch nie geantwortet. Nein, ich wette, ich drück mit dir kein. Nein. Mit mir darfst du nicht wetten. Wenn du mit mir wettest, Alter, gebe ich dir 2-3 Stunden, dann liegst du unterm Tisch. Aber wirklich war eine Situation, mein 18. Geburtstag, Patenkind von meiner Mutter war da. Also ich trinke dich schon am Tisch, das kann ich dir sagen. Ja. War mal 18. Geburtstag, Patenkind meiner Mutter ist da, die hat mega die große Schnauze zu mir gehabt, sagt zu mir immer, ich trinke dich heute Abend unterm Tisch. Was trinkst du, immer 0,5er Flaschen oder 0,33er? Nö. 0,33 war die großen. So. Sag ich doch zu ihr, ja. Sollen wir wetten nicht? So, ja, okay, wir wetten. Mein Freund, ich trink 0,5er. Ach, was ist denn mit 0,5er? Also, guck ich an, spiel zweimal runter, ist fertig. So. Das sind die größten Flaschen als die 0,33er. Damit, das will ich damit sagen. Also wenn ich die schon an den Tisch trinke, dann nehme ich die 0,5er, weil die 0, die kleinen Fötzböppel da, die will ich nicht haben. Ja. Also, mein Freund. Es kommt halt immer drauf an, was im Angebot ist, ne? Von mir aus nimm halt Oettinger, ist mir auch egal, aber trotzdem, 0,5er Flasche und dann bist du weg vom Tisch. Selbst mit den 0,5er kriegst du es nicht hin. Das ist halt einfach Fakt. Also eins kann ich dir sagen. Wenn ich 0,5er Flasch trinke, ja? Und wenn es ein Radler ist, ja? Die ersten Züge oder die ersten 5 Flaschen, wenn ich da schon was getrunken habe, da bleibt der Flasche nur so viel übrig. Hallöchen. Weil wenn ich Dosch hab, dann hab ich einen Dosch und dann zieh ich ihn auch. Ja, das ist ganz schlimm dann, Alter. Der letzte Fußballabend mit mir, mit meinem Vater und Hallo. Meinem Patenonkel gingen so die ersten 5 Flaschen bei mir so, weg. Ich hatte aber auch wirklich richtig Durst, ne? So. Aber ganz zack, weg in 2 Züge. Ah, ja. Wie sind wir jetzt eigentlich auf so ein komisches Thema drauf gekommen? Ich glaube mit deiner Wette und deiner Flaschen da, ne? Ja, genau. Also, solltet ihr uns. Wir sind da mit dem Bus mit so einem alten Bus unterwegs und solltet ihr irgendwo in den Straßen so komisch riechen, dann ist es das sind die 2 Chefs von der RSG. Ja, in dem Bus voll gereiht. Dann kannst du sagen, yo, ich habe einen beschissenen Plan gehabt. Schaffst ihn auf Abwägen, ey. Nö. Ja. Naja, passt ja schon. Was haben wir noch? Ach Gott, wir sind ja auch schon fast wieder. Ja, auf jeden Fall hat die dann mit mir auf meinem 18. Geburtstag gewettet, so, ne? Mhm. Und irgendwann fing die dann an, so. Ja. Wir holen, glaube ich, mal das harte Zeug raus, ne? Irgendwie schaffe ich es nicht, dich eher besoffen zu bekriegen, ne? Ich so, ja, dann hol doch. Ich so, hol dir, was du willst. Da kamen die da mit einer Flasche Waldgeist an, mit einer Flasche puren Wodka, Amaretto und was weiß ich nicht alles. Waldgeist aus der Flasche, ja. Ich denk mir halt so, ja gut, okay. Und jetzt? Ja, jetzt trinken wir beide. Ich sag, okay, ist ja kein Problem. So, hab ich getrunken und getrunken und getrunken und um 1 Uhr irgendwann sagte zu mir, ich kann nicht mehr. So, was ist denn los? Ich bin so voll, ich muss kotzen. So, ja, dann geh doch kotzen. Da ist sie wirklich in irgendeine Ecke gegangen, hat sich kurz übergeben, kam wieder und sagt, ich sauf mit dir nie wieder. Nie wieder. Also warum? Ja, das kann doch nicht sein. Du bist immer noch nicht an deinem Pegel angekommen und ich bin voll und hab mich schon übergeben. Das hat mein Partner gemacht. Da bin ich da.
was soll ich dazu sagen halt, ne? Forder mich halt nicht raus, so. Mhm. Das ist halt dein Untergang. Ja gut, also zweimal im Jahr schieße ich mich schon ab, aber das reicht schon. Das letzte Mal abgeschossen habe ich mich wirklich auf meinem 18. Geburtstag, so danach. Da habe ich dann nochmal richtig Knallgas gegeben, so. Da war ich auch erst, wir haben um 3:30 angefangen am Vortag, da war ich erst am nächsten Morgen um 7:30 fertig. Okay. Ja gut. Also wenn mein Vater, wenn ich bei meinem Vater auf dem Campingplatz bin und gute Steaks, gutes Essen dabei und Schmucker. Ja, auf jeden Fall, dann geht auf jeden Fall eine Menge. So. Mhm. Wenn du einen Grill an hast, so geiles Essen, so, wenn du so generell einen Abend, netten Abend hast, wo du dich unterhältst, so, du trinkst nebenbei ein, so, dann ist es schon echt geil. So. Das machen wir bei uns im Sommer auch regelmäßig, da kommt mein Partneronkel auch regelmäßig und dann sitzen wir da, Grill an, sind am Grillen, trinken nebenbei so ein bisschen und so. Da geht dann auf jeden Fall eine Menge. Oder an Weihnachten. Ja, auf jeden Fall. Rotwein. Aber nicht den billigen Fusel da. Nee, auf gar keinen Fall. Schöner Rotwein, wo schon mal die Flasche 35 Euro kostet. Ja, auf jeden Fall. Da, das ist dann aber. Weihnachten ist sowieso ein Mustern. Mhm. Oder die so, wo der Johannes uns die eine Flasche gibt. An Silvester. Da würde ich mich an Silvester gerne erleben, Shiro. Glaub mir. Das wird lustig. Wir machen ja einen Silvester-Livestream, ne? Oh. Mhm. Ach so. Wir machen das gemacht, da bin ich Silvester um die Leitstelle gefahren. Aber hab dann auch mittendrin irgendwann aufgehört. Schade, bin bei meinen einzigsten. Ah, okay, ja gut. Es macht nichts. Ja, am Silvester werde ich auch wieder einen trinken. Ja. Ich werde vielleicht, also wir werden zwar einen Livestream machen, aber ich werde vielleicht da kein OMSI streamen. Ne? Also da kann es passieren, dass wir dann wieder da. Oh, okay. Ja, das ist natürlich schlecht, ne? Weil dieses Jahr im Silvester werden wir auf jeden Fall mit der MDL fliegen. Das steht schon mal fest. Muss mal in der Nacht vom 31. auf den 1.1. musst du mal um sie fahren. Da hast du nämlich auch in Berlin auf X10 Feuerwerk. Oh, cool. Könnte ich ja immer rückwirkend machen, ne? Geh ich einfach so in Omsi rein am 1. Ne? Musst du dann wirklich von 31 auf 1.1. fahren. Krass. Es gibt Stellen, da hörst du Feuerwerke da. Habe ich grün? Warte, habe ich grün? Da ist der erste, wo er Mitte. Ja, ich bin mal bei manchen Ampelphasen nicht so sicher. Meine Güte, ey. Wo ist mein Bus dreckig? So wie der MAN. Schön schwarz, wie ich ihn getrieben hab. Das war mir aus Beste, ey. So dreckig ist er nicht. Wenn ich fahre, dann fahre ich das Ding. Also, wenn er komplett weiß ist, ich fahre das Ding schwarz. Das ist mir sowas von egal. Da fahre ich 8 Stunden, dann ist er schwarz, das ist der Hobel. Das. Ah, okay. Eieiei. Aber wir haben es ja gleich geschafft. Boah, aber ich muss ganz ehrlich sagen,
die Kraft, ey. Mir geht langsam richtig die Kraft flöten, ey. Also ich weiß jetzt, seit letzter Woche, seit ich die Ausdauer null. Wirklich, ich hab... Mein Körper will sich bewegen und bewegen. Ja. Wir waren heute Morgen, wir waren heute Morgen 1,5 Stunden am Spazieren, ne? 1,5 Stunden. Und das hat uns so gut getan. Ich dachte, ja, du wärst schwach, Sauerstoff ist Powerstoff, ne? Ja, von wegen, ja. So mies, ey. Oh, ich bin durch. Du bist durch, ja. Passt ja. Na gut, ich habe jetzt noch 3 Haltestellen. Also 2, dann bin ich auch. Opi wird alt. Nö, ich habe doch scheiße geschlafen heute Nacht. Das ist mein Problem. Ich müsste eigentlich... Wir müssten eigentlich mal wieder was essen. Och, nö. Das war klar. Kaum kommst, der wird wieder alles rot. Ich glaube, Justin hat mir irgendwas zur Rotphase in meinen Kaffee getan. Ich glaube nicht. Jetzt ist er wieder schlau. Jetzt wieder. Ist wirklich so. Der ist wirklich so. Meine Freundin hat die Nacht wirklich Kopfschmerzen gehabt. Und die ist erst gegen 3, 4 eingeschlafen. Ich bin halt immer wach geworden, wenn sie sich da... wenn sie Kopfschmerzen hatte und das können wir ja. Aber wie gesagt, das macht ja nichts. Oh, wir haben mehr Ausgaben als Einnahmen dieses Mal. Wieso? Wir haben schon 40.000 ausgegeben und 39 erst eingenommen. Oh. Jetzt kommt meins noch, da sind wir bei 41. Also Einnahmen. Naja, also ich schieb's halt nicht immer auf den Schlaf, obwohl ich bei mir das die Konzentration das Problem ist. Ja, Shiro, normalerweise bin ich der Frühaufsteher, ne? Justin ist so spät. Also, ja, wenn ich auch irgendwann erst 2-3 Uhr ins Bett geht. Also, ich bin so der, wo... Ich stehe um 3.30 Uhr auf, ich fange um 4 Uhr an, normalerweise immer um 4 Uhr an zu streamen. Das war früher so. Deswegen habe ich gesagt, mache ich immer so um 10.30 Uhr. Ich weiß, dass ich vorher noch ein bisschen mehr Info holen kann, aber naja. Aber mein morgendliches Ritual ist schon Bus fahren und in Star Trek Online reingehen. Das ist mein morgendliches Ritual. Nur ich fahre halt gerne lieber eine halbe Stunde morgens, ja, als eine 40-minütige Fahrt oder so. Ja, aber manchmal... Oh, Entschuldigung. Das ist so scheiße, ey. Ich schwör. Ich glaube, ich muss mal wieder ein paar Pakete Booster beim Netto bestellen, ey. Ja. Da lohnt sich das. Aber ich muss auch allerdings gestehen, dass ich momentan echt... Hello.
Ja, es stimmt. Das stimmt. Ja. Ja, aber die Booster beim Netto kosten ja irgendwas mit 80 Cent bei Kongstrom, keine Ahnung. Energy. Shiro, muss ich dir aber auch zustimmen. Wie gesagt, das schmeckt besser, aber Jo. Ich trinke eine Dose am Tag. Und dann ist wieder für eine Woche Ruhe. Ja gut, das stimmt. Das stimmt. Weißt du, wenn man so Rennen fährt, bei ACC oder so. Nee, Moment mal. Beim Panic kriegst du die großen King Kong Dosen. Also, Booster sind ja schon die kleinen Dosen, ja, die 03, ich glaube 033er oder so, wenn es so sind, ne? Aber für, nee, oder gibt's beim, was bei Lidl die Gegendosen? Ich bin mir nämlich sicher, aber entweder bei Penny oder beim Lidl, da kriegst du ja die Kongstrong, ja, King Kong, Kongstrong. Ich bin auch so ein King Kong, ja. Ja, genau. So. Aber das Problem ist, ich trinke eine Dose und dann ist eine Woche wieder Ruhe. Aber so oft, was spannender ist, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, hey, du fährst jetzt ACC, ja, du willst ein bisschen trainieren. Dann würde ich mir sagen, dann trinke ich jeden Tag eine Dose, auf jeden Fall. Das würde ich mir auch noch zutrauen. Oder jetzt hier auf hier um sie. Wenn du sagst, du fährst mehr als 10 Stunden oder so, dann haust du zwei Dosen über den, auf den Kopf. Morgens tust du stinkt mal frühstücken, ja. Dein Kaffee und dann gegen 14 Uhr, zwischen 14 und 15 Uhr. Pfeift ja schon mal die erste Dose rein. Das geht schon. Ja, stimmt. Ich glaube, das Auto wird es nicht überleben. Oder gerade morgen. Wenn du zum Beispiel, Knapperzeug oder, ich esse ja immer gern Salzstangen dabei. Oder ab und zu immer, so heißt es, Laugebrötchen, weiß ich. Passt es schon. Achso, jetzt muss man einmal rum, ne? Ja. Snacks und danach das Lenkrad anfassen. Nee, das mal, also so mache ich das nicht. Also ich esse auch nicht gerne immer vor der Kamera oder so. Mache ich auch nicht oft. So, dann sind wir angekommen. Sind wir auch wieder mit der Folge rum, ne? Also, Justin, dann danke ich dir, dass du dabei warst. Jo. Und. Yippie-yay.